Was machst du an einem Ort wie diesem? Verschwinde besser, ehe dir was geschieht. No. Immer diese Steinhecken. Kaputte Lampe und zertrampelter Boden. Hier wurde was entlang geschleift. Eine Leiche. Hier wurde ein Verwundeter entlang geschleift. Naja, dann wenigstens noch keine Leiche. Okay. Moment. Spuren von Nagelstiefeln kommen aus dem hinteren Teil des Gartens. Was sind Nagelstiefel? Zisch ab, Mieze. Hier ist es. Was ist das? Gräbt da jemand? Des Pudels Kern, ach Mann. Das kann gut sein, ja. Der Hund war merkwürdig schwarz. Ein Dietrich. Muss dem anderen Dieb gehört haben. Spikes. HCW, könntest du recht haben. Vielleicht. Wer weiß. Vielleicht ist das auch nur eine merkwürdige. Ach, da hinten wird wieder so eine große Figur. Nein, das mit Gretchen würde nicht gut ausgehen. Wenn's da hast du recht. Ich will das gar nicht wissen. Gräber ohne Grabstein, aufgereiht wie ein Blumenbeet. Hey, hörst du mich? Der sieht ein bisschen aus wie der Sensenmann. Aber warum sollte der irgendwie graben? Der andere Dieb, verstümmelt. Wer bist du? Verdammt. Was? Pedel. Aha. Alter Finne. Ach, der sieht ja nichts. Stimmt, der sieht ja nichts. Nee. Der heilt sich durch die anderen hier. Oh, wie mies. Fuck. Da. No. Fuck it. Yeah.
Alter Finne! Nee! Nee! Jesus. Mami, ich will das nicht. Das tut dem gar nichts. Da, und er ist schon wieder geheilt. Ich glaub's doch einfach nicht. Was? Ich habe keine Ahnung, wie ich den besiegen soll. Oh Gott. Das bringt gar nichts, er heilt sich gleich wieder. Das hat ja was von Dark Souls hier. Da, und schon ist er geheilt. Ich glaub's doch nicht. Ich glaub nicht, dass da was drin steht, CW. Es wäre ja angezeigt worden. Der heilt sich, wenn er mich trifft. Okay. Danke, CW. Da konnte ich jetzt echt nicht drauf achten, weil ich bin ganz leicht verwirrt gerade. Nee, der ist noch nicht da drin. Ist der verflucht? Das war auch was. Nee. Ein Vampir ist der garantiert auch nicht. Stimmt, ja. Puh.
Weil irgendwie erinnert mich das tatsächlich gerade an so widerliche Kämpfe bei Lords of the Fallen. Schnell weg, weg. Okay, wenn der auf Quen trifft, dann bringt ihm das gar nichts. Shit. Weg, weg, weg. Was ist mies? Nee, ich glaube, du siehst das richtig, CW. Immer wenn das Ding grün leuchtet, ja. Und er uns dann trifft. Boah, ist das, ist schon krass. Gefällt mir richtig gut gerade. Hat was. Nee, nee. Da, der heilt sich dadurch. Drecksack. Durch die kleinen Viecher heilt er sich wieder. Ah, das gibt's nicht. Boah, ich hasse es. Nee, das finde ich jetzt nicht mehr gut. Vor allem, dass er sich über den einen Strich da heilen kann. Das nervt. Okay, aber das scheint nichts damit zu tun zu haben, wie viel wie im Abknöpfen an Leben, sondern es ist einfach nur so eine Phase. Hoffe ich. Nicht, dass er jetzt wieder anfängt. Nein! Jetzt aber, komm. Ah. Nein, 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 nein. Oh, war das mies. Am Baum festgehangen.
fast. Shit. Ah. Och, das gibt's doch nicht. Ich häng fest, ich komm nicht weg. Das ist wie bei Dark Souls. Bloß nicht zu viel verlangen, wenn er irgendwie angeschlagen ist. Ich bin völlig außer Atem gerade. Shit. So, ja, Katz. Oh, Geralt! Das Ding lebendig gewesen sein. Also, die Philosophen debattieren ja noch, was lebendig eigentlich heißt. Ich würde ja staunen, aber nicht nach dem, was ich gerade gesehen habe. Wer seid ihr? Tiere jedenfalls nicht. Betrachte uns als Freunde des Hauses. Ich bin völlig fertig gerade. Ja, danke, danke. Der Y-Spot ist nicht Ersatz für den Nightbot. Der ist trotzdem da. Ich probiere den gerade mal aus, wie der so ist. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich habe gerade zeitweise echt die Luft angehalten. Ja. Was ist damit? Was könnt ihr mir dazu sagen? Ein Freund von euch? Wir haben ihn den Pedell genannt. So eine Kreatur habe ich noch nie gesehen. Woher kam sie? Von sehr weit fort. Der Pedell sollte Herrin Iris und das Haus bewachen. Er hat sich um den Garten und um ungebetene Gäste gekümmert. Von sehr weit fort. Woher denn genau? Der Name des Ortes würde dir nichts sagen. Aha. Naja, dann wollen wir es auch nicht wissen. Ja, sind sie. Was führt ihr für einen Mummenschanz auf? Hättet ihr mich nicht warnen können? Nein, wir sind zur Diskretion verpflichtet. Warum redet ihr dann mit mir? Warum? Nun, wir haben selten Gelegenheit, mit Menschen zu reden. Wir sind neugierig, was dich herführt. Ich brauche eine bessere Antwort als diese. Später. Aha. Oh, CW, du musst in 25 Minuten los. Nee, das ist abgelehnt. Du musst bleiben. Unglaublich. Ich mag den Nightbot nicht. Der Y-Spot scheint in Ordnung zu sein. Ja, wenn's das, ja. Ich weiß. Kraule die Katze hinterm Ohr, das geht immer. Aha. Ja, wenn's. Das klappt bei der Katze wahrscheinlich nicht. Bei einem Hund braucht man auch nur den Bauch zu streicheln, dann ist er auch glücklich. Naja. Oder auch hinterm Ohr, das klappt auch. Oder unter der Schnauze. Das klappt aber auch bei Katze. Hm? Ich suche eine lila Rose. Naja. Schön. Kennt ihr den Hausherrn, den Eigentümer? Olgierd von Everreck? Ja, wir kennen ihn. Aber er ist fort. Seine Frau ist Hausherrin geworden. Fein. Ist die Hausherrin von Everreck da? Könntet ihr ihr ausrichten, dass sie einen Gast hat? Warum willst du sie sehen? Ich bin hier, um die lila Rose zu holen, die Olgierd Iris gegeben hat. Iris ist drinnen, oben in der Schlafkammer. Nimm diesen Schlüssel zur Hintertür.
Ich muss mich wohl selber vorstellen. Hunde stinken, wenn sie nass sind. Wie soll ich euch anreden? Wie jetzt? Unsere Namen behalten wir lieber für uns. Wo sind sie denn? Ach da. Neben der Tür jeweils. Na schön. Ich will hier oben aber nochmal gucken. Der wollte ihn echt verbuddeln hier. Ich mag hier nicht mehr sein. Das ist echt ein bisschen... Eine kleine Miezekatze. Mhm. Ja. Ich mag beide. Also ich bin weder Katzen- noch Hundemensch. Also ich bin beides. Also mich kann man nicht auf eine Seite stellen. Ich mag echt beides. Zu Iris in die Schlafkammer läuft bei Geralt. Ja, wenn's kommt da ein bisschen Neid auf. Hm? Tja, aber ich glaube, in die Schlafkammer will keiner. Na, oh, Hundi, Katzi. Ja, gut. Dieb. Ja. Wer will schon hier hin? Moment mal, hat hier gerade jemand Dieb gesagt? Da ist nichts. Ist ja schräg. Sah hier bestimmt wirklich schon mal besser aus. Geschlossen. Wer weiß, wie sie aussieht. Ich glaube eher gespenstisch. Nö. Ja, kriegen wir das Ding weg hier? Nö. Schade. Habe ich hier gerade Stimmen gehört? Teppichkante, ja. Der Geralt und die Teppichkante. Es muss mal echt schön gewesen sein. Oh Gott, ich habe gerade versucht, um ihn rumzugucken. Ne. Was zur Hölle? Ich muss vorsichtig sein. Ach, das fällt dir jetzt erst auf? Gibt es hier keine Fenster oder sind da überall die Fensterläden zu? Ah, vermutlich die Fensterläden. Ihre Skizzenbuch. Oh, oh. Alter. Das ist ja. War was? Oh Gott. Ich bin gerade auf dem Stuhl hochgesprungen. Das ist schön. Ja. Ich mag hier nicht sein. Puh. Eieiei. Huh. Ah, und du, Kumpel? Hm? Du wirst hier sterben. Mhm. Schön. Oh Gott. Aha. Die Haupttür, ne? Würde ich sagen. Kriegen wir die auch auf? Nö.
Iris mag... Ja, den Geralt mag sie. Ganz besonders. Und ich hasse das Spiel gerade ein bisschen. Ich hatte ja eigentlich überlegt, an Halloween so einen kleinen Grusel-Stream zu machen. Je nachdem, welches Spiel da sich anbieten würde. Vielleicht ein DLC von The Evil Within. Aber das überlege ich mir gerade noch, ja? Ordentlich und alles sauber. Es kann serviert werden. Der Pedell muss den Tisch noch decken. Mhm. Wann ist denn Halloween schon wieder? Wenn's jedes Jahr am 31. Oktober. Wer hat denn das Feuer hier angemacht? Ich meine, da kommt doch keiner so wirklich ran im Guten. Ja, ist. Ach, Geralt. Okay. Puh. Dann gehen wir mal hoch. Draußen ist auch so einladend, der Himmel. Strahlend blau. Ja. Irgendwie, meine Lunge hat sich irgendwie mal an das Ding mit dem Atmen gewöhnt. Aber das kann ich gerade nicht mehr so richtig. Oder ich hyperventiliere gleich, das kann auch passieren. Mir geht's gut. Ich mag das hier total. Ja, untersuch noch so ein Bild, ist klar. Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Was ein Spruch, Geralt. Ich sag's dem ehrlichen Saps, die Gute will erst noch erobert werden. Ja, das Gefühl habe ich auch. Schaden. Interessant. Ja, genau. Also der DLC ist der Knaller. Wirklich richtig gut. Ach, hier draußen ist schön. Ich bleib jetzt hier. Geralt, guck mal, da ist eine Tür. Ja. Na, guck mal einer an. So ein großes Bett. Was? Oh. Puh. Sesam, öffne dich. Das hatten wir doch vorhin.